Ja, ich bin wie Obelix ins Fass gefallen, wenn man das Comic kennt. Also ich bin einfach in eine Gastronomie-Dynastie, kann man schon fast sagen, geboren worden. Ich habe zuerst mit Küchenutensilien gespielt als mit Matchbox-Autos oder irgendwelchen anderen Dingen. Und daher war ich genau richtig und war infiziert vom ersten Moment. Küche ist fast zu wenig ausgedrückt, sondern für mich ist es wichtig, dass wir Lebensmittelerzeugung, also Landwirtschaft oder Lebensmittelerzeugung wieder näher in den Fokus rücken. Wir Köche müssen für eine Nachfrage sorgen und das geht durch Wissensvermittlung, das geht durch interessante Gerichte, das geht durch neue Techniken, um die Nachfrage nach Produkten hochzubringen, die es in diesem Zeitraum auch gibt. Also lokal, saisonal, das ist ja das, was wir wollen. Und wir müssen auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Landwirte die Dinge uns wieder geben können, die im Anbetracht der Natur möglich sind, ohne die Natur zu zerstören. Ja, Gerüchte mag es geben, aber im Endeffekt zählt ja immer das, was tatsächlich vor Ort da ist. Und es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille, aber ich bin ja da, um näher einen Einblick reinzubringen. Auf der anderen Seite denke ich immer, dass es immer Menschen gibt, auch in Sterne-Restaurants, denen schmeckt es und denen schmeckt es nicht. Das ist Geschmack. Naja, als erstes, klar, Siegeswillen, also es ist ja irgendwo ein Wettbewerb, aber eben der Siegeswille gepaart mit der Realisierung, wenn so ein Siegesgericht dabei rauskommt. Es geht jetzt nicht darum zu zeigen, bin ich der tollste Koch, wenn es darum geht, einfach nur was zu kochen, sondern kann ich über den täglichen Alltag hinaus mich präsentieren, dass ich fähig bin, die Seniorenverpflegung ein Riesenstück weit weiterzubringen. Und das wird mich freuen, wenn eben dieser ganz klare Blick da ist, zu sagen, ich mache nicht nur was Tolles, sondern es kann morgen umgesetzt werden. Ich finde aber auch, man muss gleich sagen, dabei sein ist alles. Es kann am Ende nur einen Sieger geben. Und ich freue mich auf die Menschen und auf das Team, die da antreten. Und keine Angst, ein guter Plan ist wichtig. Ein ausgefeiltes Konzept. Lieber mehrmals nochmal über das Konzept drüber nachdenken und dann ans Kochen gehen, als einfach nur drauf loszukochen. Das kann ich vielleicht nur nochmal hier unterstreichen.